Haben wir schon bester Horrorfilm-Bösewicht? Nein. Leute, bester Horrorfilm-Bösewicht? Duffy, bester Horrorfilm-Bösewicht? Ich weiß es bei dir, Michael. Oder nicht? Ja, doch. Du, ich glaube schon. Du fangirlst so für Maike. Tu ich nicht. Ich gucke auf meine Twitter-Homepage, sehe irgendein Bild von Michael Myers, wie er tanzt. Und ich sehe schon darüber, Maria anscheinend gefällt das. Ja, ich folge dem halt. Deswegen, und ich finde die Bilder lustig. Sie spielt DVD. Ich hoffe, es ist Michael. Ich hoffe, so ist es Michael. Michael Daddy. Was ist was falsch mit dir? Bester Charakter. Doofy, mein Lieblingshorrorcharakter. Du weißt es. Freddy. Freddy. Zweitbester Horrorcharakter? Weißt du das? Es ist nicht Hannibal Lecter, ne? Nein, nein. Zweiter. Lass mich kurz nachdenken, wen es alles gibt. Wir haben den Film zusammen geguckt. Michael? Nein. Es ist eine Filmreihe. Ach so, meinst du, wie heißt der? Hoffman. Ja, Hoffman! Ach stimmt, wie konnte ich Dings vergessen? Der beste Jigsaw. Liebe John. Hoffman. Würdest du eher Michael oder eher Hoffman? Nee, nicht Hoffman. Michael oder eher John Kramer? Den ich mehr mag? Ja. John. Mehr als Michael? Ja, klar. Aber du findest Michael immer so süß. Es ist halt witzig, lass mich. Wir haben die Filme zusammengeguckt. Die Halloween-Filme. Und wenn Michael irgendwo steht und nur zuguckt und sonst nichts macht, zum Beispiel im originalen Film, wo er sich da als Geist verkleidet hat, Maria findet das süß. Das ist lustig. Er ist kurz Michael davor, jemanden ein Messer durch den Bauch zu rammen und ihn an der Wand aufzuhängen. Und Maria ist so, no. Gar nicht wahr. Du hast no gesagt. Herr Scher, danke schön. Ah, nee, das habe ich schon gesagt. Nee. Trotzdem, danke. Michael ist sehr gruselig und wenn er dann Sachen macht, die irgendwie nicht zu ihm passen, charakterlich, dann ist das halt irgendwie süß. Das ist halt, ich bin weird, okay? Ich hab irgendwie einen Knacks in meiner Birne. Das tut mir leid. In deiner was? In meiner Birne. In meiner Birne? Ich hab in meiner Birne verstanden. Cool. Das ist halt keine Ahnung. Ich muss sagen, einer der bekanntesten Horrorfilmkreaturen, den ich aber immer unterwältigend finde, ist Jason. Wenn du Jason. Wenn du Jason mit Michael vergleichst, ne, beide reden nicht. Haben ähnliche Fähigkeiten, aber Michael hat so viel mehr Charakter. Ja. Jason hat null Charakter. Michael kann Auto fahren. Ja, Pinhead ist auch mega nice. Aber wisst ihr, wer besser ist als Pinhead? Der Typ, der im Hintergrund steht und die ganze Zeit mit den Zehen klappert. Maria und ich haben das den Film geguckt und wir mussten immer lachen, wenn der Typ im Hintergrund stand, der mit den Zehen geklappert hat. Der Grund, warum Freddy halt so toll ist, ist, weil Freddy Humor hat. Freddy hat halt extrem viel Humor. Und das haben andere Leute nicht. John Kramer ist toll, weil Kramer ist halt dieses Verständliche und sonst was alles, ne? Er strahlt halt jetzt nicht dieses, er ist einfach ein Arsch aus, der Menschen tötet, sondern er ist irgendwie cool, er ist irgendwie, seine Motive sind irgendwo verständlich, daher auch immer die Debatte, ist es falsch, was er tut oder nicht. Die Antwort ist ja, ist es. Und deswegen. Und da hast du so Leute wie Jason. Und Jason hat einfach nichts. Mhm. Jason ist einfach nur, man weiß, wie er aussieht, man kennt die Filme, aber Jason ist halt. Conjuring? Ist Conjuring das mit der Oma? Das mit der Oma ist Insidious. Insidious, die Oma. Ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber die Oma aus Insidious, 10 von 10. Nicht optisch, darum geht's mir nicht. Charakterlich. Robert the Doll, Scheißfilm. Oh Gott. Robert the Doll ist, glaube ich, der schlechteste Horrorfilm, den ich jemals gesehen habe. Ja, ja. Wisst ihr, und ich habe viele gesehen. Flex. Also, das ist wirklich ein schlechter Film gewesen. Wisst ihr, was ein richtig guter Horrorfilm ist? Ist jetzt kein Geheimtipp, aber The Visit. Ja. The Visit war ein Film, der eine echt gruselige Stimmung verbreitet hat. Ich liebe den Film. The Visit war so ein guter Film. Fand den Film Mama gut. Mama war okay, fand ich. Ich fand, von Mama ging nicht wirklich eine Gefahr aus. Mhm. Wisst ihr, was auch ein guter Horrorfilm ist? Und den mögen ganz viele nicht. Da gibt es zwei Meinungen zu. Entweder sind die Leute so mega geiler Film oder mega Kackfilm. Und das ist Cabin in the Woods. Oh, schon zu lange her. Es ist halt ein Horrorfilm auf der Metaebene.
Ich glaube, ich fand den aber auch nicht so gut. Da gibt es, die suchen ja aus, welche Monster dort auftauchen. Und da gibt es ein Monster, das ist einfach nur ein Kran mit einer Kettensäge, der so nie macht. Warum haben sie den nicht ausgewählt? Ich würde den immer auswählen. Einfach so, stellt euch das mal vor, ihr seid so campen und es kommt nicht irgendwie so Jason oder so Zombies oder sonst was, sondern es kommt einfach ein Kran, der so. Das ist doch viel besser. Midsommar habe ich leider nicht geguckt, aber soll ein sehr guter Film sein. Fog, Nebel des Grauens habe ich auch nicht gesehen. Du, welche Filme haben wir noch gesehen? Wir haben viele Filme gesehen schon. Wir haben viele Horrorfilme uns angeguckt. Veronica, hast du Veronica geguckt? Ja. Fand ich nur okay. Fand ich auch Es nur gab okay. damals so diesen Hype auf Netflix, dass Leute Veronica geguckt haben, Panikattacken gekriegt haben und so. Und dann habe ich es angeguckt. Haben wir es nicht zusammen angeguckt, Dofi? Veronica, kann sein. Auf jeden Fall, ich habe diesen Film gesehen und ich war so enttäuscht. Ja. Ich war so enttäuscht. Kann sein, dass es an dem Hype davor lag, aber ich war so enttäuscht. Die Grudge-Reihe und die The Ring-Reihe liebe ich. Sowohl die Originale als auch die Remakes. Aber das liegt nicht daran, dass es unbedingt gute Filme sind, sondern ich finde die Idee von Samara mega gut. Dann den Film, ich konnte Doofy leider nicht überzeugen, aber der Film Buddy. Ich mag den Film wirklich gerne. Das Problem ist halt, ich kenne einen anderen Film, der ähnlich ist und deswegen weiß nicht. Ja. Hast du Shutter geguckt? Nee, kenne ich nicht. Shutter ist auch ein guter Film. Wir müssen irgendwann mal zusammen Shutter gucken, Doofy. Klingt wie ein Splasher. Nee, ist kein Splasher. Ist auch so Willkommen in der Familie. Geister-Ring-mäßig. Ach so. The Ring ist mein Endgegner. Ich kann den Film nicht gucken. Jazz, der ist so gut. Ich liebe The Ring. Doofy, können wir irgendwann mal zusammen den originalen The Ring-Teil nochmal gucken? Den Ja, oder das Originalen? englische Remake. Ja, also Ach so. den. Eher Haben wir so. Ringu nicht geguckt? Ich habe den Haben auf jeden Fall wir geguckt. nicht Ringu versus Grudge geguckt? Ja, den haben wir geguckt. Wir haben diesen. Es gibt einen Film, das, vielleicht wissen das manche nicht. Es gibt einen Film, wo Samara gegen das Mädchen aus The Grudge kämpft. Kämpft in Anführungszeichen. Muss Es man ist nicht nicht so wie gucken, bei den werden Freddy wir hier. vs. Jason, aber der Film war gar nicht so gut. The Orphan. Haben wir The Orphan auch geguckt, ne? Nee, den wolltest du, glaube ich, nicht Wir haben uns gucken. diesen einen Film geguckt, wo die eine joggt am Anfang. Ist das The Orphan, oder nicht? Oh, die eine joggt? Wo die am Anfang joggt mit dem Kind im Bauch und so. Der Film. Ist das nicht The Orphan? Nee. Welcher Film ist das? Ich weiß nicht, welchen du meinst gerade. Das geht darum, dass die eine irgendwie so ein ungeborenes Kind hat oder so. Ja, ich weiß es nicht. Jeepers Creepers. Ich muss aufhören zu fragen. Wirst du trotzdem glauben, ob du den kennst? Jeepers Creepers kenne ich, glaube ich, nicht. Jeepers. Ich kenne den Namen. Unfriended. Ich habe den anderen geguckt. Jeepers Creepers kenne ich nicht, aber ist der gut, Nero? Ich habe den Film Unknown User. Kennt ihr den Film? Du, wie kennst du Unknown User? Eins und zwei. Ja, ich kenne nur eins. Ich habe den Film. Das war eins meiner ersten Dates, die ich hatte. Nicht mit Caro. Davor. Ich habe den Film Unknown User damals mit einem Mädchen, das ich mochte, im Kino geguckt. Und der Film war so beschissen. Der war so scheiße. Der war so schlecht. Das war absolute Zeitverschwendung. Meinst du The Unborn? Ja, The Unborn, Doofy. Haben wir den zusammen geguckt? Ah, nee. Nein? Hä? Doch. Sicher? Oder habe ich mit Freunden The Unborn geguckt? Ich kenne den Film auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass ich den mit dir geguckt habe. Ich habe auf jeden Fall. Manchmal habe ich auch mit Freunden Filmabend gemacht, haben wir Horrorfilme geguckt. Was ein guter Horrorfilm ist, der aber in Deutschland nicht so bekannt ist, beziehungsweise nicht in so vielen Kinos lief, war Scary Stories to Tell in the Dark. Da war ich extra mit einem Kumpel, weil ich den unbedingt sehen wollte, war ich mit einem Kumpel in ein Kino in Hamburg. In einem einzigen Kino, dem UCI in Hamburg, lief der. Und da bin ich hingefahren und den haben wir uns angeguckt. Und Quiet Stories to Tell in the Dark ist ein echt toller Film. Vor allem, wenn man das Buch kennt. Meine Eltern haben beim ersten Date die Fliege geschaut und mein Dad hatte Schiss, aber meine Mom nicht. Ist das so was, Lisa, was sich jetzt so durchgezogen hat? So, deine Mom ist die Dominante? Die Mutter ist ein Alpha. Ja, ah, okay.